Ich bin's, der Atta, und hab ein bisschen Trinkgeld hergestellt und ja, gekauft. Bei den 7000 oder so habe ich kaum noch was. Na gut. Legen wir mal los. Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und? Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt? Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern-Kommandanten der Stadt sprechen. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Du redest von dem Vulkantempel. Ganz genau. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Mission keinen Erfolg hat. Dennoch kann ich dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich, hier zu erledigen. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dir diesen Trank hier mit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ich danke dir. Okay, den Trank wollen wir uns mal anschauen. Stärketrank steigert. Verschwende nicht her und rein in den Schlund. Hübsch. Ach ja, und wir haben ein neues Schwertchen. Also wir haben ja hier die Dämonenklinge. Und ja, wir haben ein Titanenschwert. Klingenschaden 80. Da können wir auch ein Schild betragen. Und das ist schneller. Von daher, wenn wir mit dem Schoßhündchen noch hier reden. Also. Kannst du. Ne, Axt interessiert mich gerade nicht. Ja, also jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Heal-Zeug. Ja, ist ja klar, wo wir als nächstes hin müssen. Also, wenn man eins und eins zusammenrechnet, weiß man, dass da zwei rauskommt. Du siehst etwas geschwächt aus. Hier, nimm erstmal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Ist ja hübsch. Hallo. Nee, hallo, nicht, nicht. Wie kann ich dir helfen, Kämpfer? Zeig mir deine Waffe. Naja, aber nicht noch, warte mal. Auch hier, op, op. Auch schon dabei sind. Oh Gott, bald auch noch. So, den machen wir natürlich noch auf. Sechsmal? Nee, da. 50. Ein. Wir nutzen auch mal ganz kurz die Gunst der Stunde. So, dann gucken, wenn wir hier mit den einzelnen namentlichen Leuten noch quatschen. Vielleicht drücken mir irgendwelche Bonis in die Hand. Bist jetzt Kämpfer, ja? Komm, Mensch. Nee. Ja, machen wir das. Wir gehen in die Hafenstadt. Himmeltempel nicht. Ha. Dann werden wir mal mit dem Freak reden da oben. Nun gut. Toll.
Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles! Gut, also dann. Aber hör genau zu. Ja, ja, leg los! Also, nachdem das goldene Tor offen war, sind wir runter in die Finsternis. Da war noch alles in Ordnung. Aber dann... Aha, so, so. Wie also weiter? Habe ich die Viecher umgebracht. So, so, verstehe. Und ich natürlich den Hebel umgelegt. Tiefer hinab. Also musste ich levitieren. Letztendlich habe ich dann die Schädel auf die Altare gelegt und das Tor geöffnet. Wirklich? So, so. Dann ist er durchgedreht. Er meinte also... Was? Die ganze Insel wird zerstört? Ja, ja, und ich sag zu ihm, hey, das kannst du nicht machen, aber er schmeißt mich raus und die Tür ist zu. Hm, danke, dass du es mir erzählt hast. Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Obwohl du zu den Banditen des Don gehörst, hast du stets Loyalität zu deiner Sache bewiesen. Wenn du mir dein Wort gibst, zum Wohle der Insel zu handeln, werde ich dir glauben. Ich gebe dir mein Wort. Wie kannst du mir helfen? Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Rest Nelsons Ring abgebrochen. Jetzt nicht. So, das heißt, wir teleportieren uns wieder ins Banditenlager. Sagen Carlos, von Esteban Bescheid. Fincher? Ah, da bist du ja. Ich grüße dich. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen, Carlos in den Arsch zu treten. Wie ist die Lage? Hervorragend. Esteban ist in die Hafenstadt zurückgekehrt und ich bewache hier das Gold bis zur endgültigen Aufgabe dieses Stützpunktes. Das Einzige, was uns hier ab und zu noch zu schaffen macht, sind diese elenden Echsen aus den Tempelruinen. Aber bisher sind wir mit ihnen immer noch fertig geworden. Ich mache mir da keine großen Sorgen. Vorausgesetzt, es wird nicht noch schlimmer, versteht sich. Esteban ist in der Hafenstadt? Ja, richtig. Ich schätze, er wird sich dort sein altes Haus wiedernehmen. Du solltest bei ihm vorbeischauen. Er hat etwas für dich, was dir gefallen wird. Da bin ich mir sicher. Ich brauche bessere Ausrüstung. Nimm dir deinen Anteil von unserem Goldhaufen dort drüben. Du hast es dir verdient. Es sind auch einige wirklich interessante Stücke dabei. Das eine oder andere davon wird dir sicherlich weiterhelfen. Wenn wir das Übel aus dem Vulkantempel nicht stoppen, dann wird es schlimmer. Ich bin mir sicher, dass du das schon hinkriegst. Wie kommst du darauf? Das kann ich dir nicht erklären. Es gibt Leute, die sind dazu ausersehen, Großes zu vollbringen. Du bist so jemand.
Das wusste ich schon, als ich dich das erste Mal sah. Wenn du uns unsere Insel nicht rettest, dann wird es niemand tun. Ja, wirklich tolles ist hier aber nicht bei. So. Den Gold sollte ich mir nehmen? Der Wahnsinn. Auf in den Kampf! Was willst du? Zum Zimmer. Denk lieber an. Verstehe. Fincher hat mir erlaubt, etwas vom Goldhaufen des Don zu nehmen. Fincher hat mit Karakost gesprochen. Du kannst was nehmen. Ich will jetzt nochmal was nehmen. Nee. Ja, war jetzt nicht so berauschend. Als ich dich das erste Mal... Gut, dann wieder in die Hafenstadt. Zu seinem Haus. Ja, das kennen wir ja noch nicht. Da waren wir ja noch nicht drin. Weil ich auch hier oben rüber. Ist, glaube ich, kürzer. Es endlich geschafft. Die Stadt ist nun wieder in meiner Hand. Jetzt endlich kann ich wieder in mein Haus und die Geschäfte der Hafenstadt übernehmen. Das war eine große Leistung. Du bist wahrlich mein bester Mann. Darum mache ich dich nun zum Hauptmann meiner Bande. Möge dir deine neue Stellung Kraft geben für die schwierigen Aufgaben, die im Vulkantempel auf dich warten. Wenn du versagst, wird diese Insel bald nicht mehr sein. Und all unsere Bemühungen waren völlig umsonst. Wir alle zählen auf dich, Hauptmann. Ich brauche eine bessere Rüstung. Nee. Zu riskant. Ja. Jetzt habe ich mein ganzes Gold ausgegeben. Das ist scheiße. Es wird eine Zeit dauern, bis der Laden hier. Carlos und seine Jungs haben hier eine. Naja. Ich muss mich wohl mit euch Banditen gut stellen. Also, kauf deine Tränke und lass das dämliche Grinsen. Ich brauche Tränke. Ja, also... Da sind so ein paar Sachen, die... Ja, die so. Ich werde auf jeden Fall die 5000 so nicht einfach ohne weiteres zusammenkriegen. Da wollen wir mal nicht um den heißen Brei herumreden. Das heißt, dass ich erstmal farmen gehen muss. So. Was noch? Ja,
Alles unverkäuflich. Dann behalten wir die Rezepte. Ja, das heißt auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall uns ranmachen. Und die ganzen Sachen halt. Gute Arbeit, Hauptmann. Wurde. Die Frage ist jetzt. Machst du das immer so? Gut gemacht, Kamerad. Ich war Sonjas. Jetzt können wir endlich wieder uns. Lass uns handeln. Ja. Hauptmann? Ja, was wohl dahinter ist? Tja. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Auch gerade sein Hauptmann 5000 Gold bezahlen muss für so eine lumpige Rüstung. Ich grüße dich. Ja. Ja, haben wir nicht wirklich viel. Ja, Mensch. Die Sache ist, wir können jetzt hier nochmal alles ablaufen. Ob das jetzt so wirklich Sinn macht, weiß ich nicht. Aber zu Sonja und Patty wollen wir auf jeden Fall mal kurz schauen. Und? Wie läuft dein Laden? Jetzt schon viel besser. Die Weißen haben sich ja meistens nur hierher verirrt, wenn sie jemanden gesucht haben. Ihr Jungs wisst ja wenigstens, wie man sich amüsiert, Schätzchen. Ich weiß. Was? Ja, ansonsten. Das heißt ja, der. Was bewacht er jetzt da oben noch? Endlich haben wir hier unsere. Du, der Typ da hinten will was von dir. Wer? Wo denn? Ich kann niemanden sehen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du willst mich verarschen. Hab mich wohl geirrt. So kann man auch Geld machen. Was willst du denn jetzt hier? Wie viel Fleisch kannst du essen? Viel. Einmal hat Ukos ganze Kuh gegessen, ganz allein. Aber Menschen werden böse, wenn Ukos isst ganze Kuh. Dann solltest du das lieber lassen. Hübsch. Raus! Immer noch? Weg mit dir! Der ist weg. Wolltest du was? Nein. Was denn? Ja, also wir müssen auf jeden Fall.
mal hier alles mal ablaufen. Also die 5000 sind auf jeden Fall eine anstrengende Sache. Aber das kriegen wir schon irgendwo hin. Würde ich mal behaupten. Und ja, von daher. Müssen wir mal gucken, ob wir das eine oder andere. Ach doch, das heißt ja, die alte Garde ist ja dann wieder da. Da waren die Sarkophage? Das ist mehrfach von einem Sarkophag, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Werden wir uns ja weiter noch. Wie sieht es eigentlich mit ihm aus? Ich will keinen Ärger haben, Bandit. Raus schon ab! Okay. Was haben wir gemacht? Ich werde ausnahmsweise, oder? Na, warte mal, ich habe noch eine Idee. Wie viel? Jetzt wird alles besser, sagen sie. Aber ich verstehe. Opfer. Lass mal deine Waren sehen. Ja, das wird auf jeden Fall noch lange dauern. Also, ich glaube, ich werde bestimmt eine Stunde brauchen, bis ich das Geld zusammen gefarmt habe. Wenn überhaupt. Das, das und das. Das ist nur Fell. Ich glaube nicht, dass das gebraucht wird. So. Ja. Was hier? Oh. 1356. Naja, gut. Das heißt, wir müssen als nächstes, also ich werde dann die Aufnahmesession beenden gleich. Wir werden erstmal ein bisschen farmen gehen. ZFPP und dann, Willkommen! Was? Ja. Und dann, werden wir uns dann wiedersehen. Das heißt, es wird, glaube ich, länger als eine Stunde dauern. Wenn wir uns wiedersehen, dann, werden wir 5000 Gold haben, hoffe ich. In der nächsten Folge. Und, ja. Ich wollte noch nach Petty gehen. Also, das können wir mal schnell machen. Sind wir hier oben? Und dann bin ich mal gespannt, was die junge Dame zu erzählen hat. Wo war denn das? Ja, oder? Nee.
Nähe? Ja, auch nicht. Wo war denn der Laden? Das war dies. Völlig falsch. War der hier? Das ist der Laden. Oder? Ja. Reißen sich alles unter den Nagel. Ob uns das gefährlich wird? Wo ist denn Patty? Man hört ja nichts mehr. Wo soll das alles hinführen? Der ist echt ein armes Schwein. Das habe ich auch gehört. Wie kann man denn überhaupt noch trauen? Das wird sich doch nie ändern. Nee. Carlos oder Esteban, mir ist das gleich. Wir einfachen Leute... Die Gnome reißen sich alles unter den... Gut. Dann würde ich jetzt mal an dieser Stelle Feierabend machen. Bevor ich... ich kann jetzt eh nichts Großartiges anfangen. Endlich gehört die... Und von daher... Danke fürs Zusehen und sorry für die Useless-Folge. Aber naja, das muss ich auch mal geben. Also in dem Sinne, haut rein, bleibt anständig, sauber, frisch und frei. Goodbye!